Schindler Gala. Heute findet die Chinle Summer Steam Gala statt, bei der Besucher eine Vielzahl von Zügen in Aktion sehen, eine Tour mit dem Bremswagen unternehmen und mehr über die dort eingesetzten Eisenbahnen und die Lokomotiven lernen können. Als ehrenamtlicher Lokführer fahren Sie heute die Bremswagentour und zeigen den Besuchern, wie verschiedene Eisenbahnaufgaben ausgeführt werden. Und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zum allerersten Mal von der Strecke Peak Forest, die am 9. Mai erscheint auf Steam, auf Epic, auf PlayStation und Xbox. Wir sind hier unterwegs im Szenario Chinle Gala, in einem ziemlich besonderen Szenario. Wir befinden uns hier gerade im Innenraum, einer der Personenwagen, die mitgeliefert werden. Und ja, wir gucken uns heute mal zusammen die neu erschienene Strecke an für den TSW 3. Und fahren hier direkt ein Szenario, das ein bisschen special ist. Ich würde sagen, wir können schon mal aufstehen, weil der Zug jetzt gleich hier anhält. Gehen schon mal zur Tür. Warten, bis der Zug steht. Und verlassen den Zug. Suchen Sie den Stationsvorsteher auf und sprechen Sie mit ihm. Wo ist er denn? Der Stationsvorsteher. Herr oder Frau Stationsvorsteher. Auch gut. Da ist der. Oh, der sieht aber cool aus. Das ist aber ein schicker Mantel. Willkommen zum Tag der offenen Tür in Chinle. Sie müssen der Freiwillige sein, der uns heute helfen will. Ja, der bin ich. Schauen Sie sich um und sprechen Sie mit den anderen EisenbahnmitarbeiterInnen über verschiedene Aufgaben, bei denen Sie helfen können. Es finden noch einige Vorträge statt, bei denen Sie etwas Neues über die Eisenbahn erfahren können. Ja, klingt gut. Sprechen Sie in Chinle mit dem Bahnpersonal. Können wir nochmal? Ich hoffe, es läuft gut. Vergessen Sie nicht, sich nach Bahnarbeitern umzusehen, die eventuell Ihre Hilfe brauchen. Jo. Also hier sind wir gerade in Chinle. Ein schicker Bahnhof übrigens, ne? Und hier ist halt so eine Art Tag der offenen Tür. Hier sind ganz viele Loks abgestellt, Wagen abgestellt. Ne? Hier fährt gerade noch irgendwas vorbei. Achso, unser Zug fährt geradeaus. Okay, wir müssen einmal das Gleis bzw. den Bahnsteig wechseln. Dazu nutzen wir hier einmal die Überführung. Achso, ach, das ist eine Tafel. Ah, ich dachte, das ist irgendwie so ein Collectible. Hier Scotland for your holidays. Die wunderschöne Forth Bridge. Das ist die 4F, die neue Lok, die wir haben. Die Fowler 4F. Und ich würde sagen, mit der fahren wir auch als allererstes. Was hat der hier zu sagen? Ne, reden wir mal mit dem hier. Hallihallo? Hallo, die Bremswagentour hat viele Besucher und ist bereit für eine Fahrt bis zu den Nebengleisen von Gowhull und zurück. Sind Sie jetzt bereit, die Tour zu starten? Ich bin bereit. Let's go, setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Also hier sind dann jetzt gerade hier ganz normale Besucher unterwegs, ne? Das ist schon cool gemacht, ne? Das ist ein ziemlich besonderes Szenario, würde ich jetzt mal behaupten. Sitzt hier drin auch jemand? Nee, ist auch besser so. Ladies Room. Ach, ist das schön. Okay, einmal rein hier. Wir werden nicht alles, denke ich mal, spielen. Wir werden jetzt erstmal hier mit der 4F fahren. Uah, das war aber laut. Fahren Sie mit diesem Bremswagen-Tourzug bis zu den Nebengleisen von Gowhull, wo die Fahrgäste einen Blick auf die Nebengleise und das darin befindliche Rollmaterial werfen können. Okay, ich hoffe, ihr hört mich noch. Es ist ein bisschen sehr laut hier. So, jetzt geht's auch schon wieder. Einmal den Richtungsschalter nach 75 vorwärts. Sehr gut. Können wir hier einmal das Licht noch anmachen, die Lampe. Kohletür lässt sich öffnen. Handbremse ist gelöst. Dann
lösen wir die Bremse. Kleiner Auswerfer ist vollständig geöffnet. Den können wir jetzt, glaube ich, schließen. Und fahren los. Dann auch das Fenster, glaube ich. Das hier können wir öffnen. So. Das ist unsere Lok. Die neue Lok, die mitgeliefert wird. Die LMS Fowler 4F. Eine etwas kleinere Lok, die vor allen Dingen eher so Rangieraufgaben normalerweise übernimmt. Zylinderhähne können wir mal schließen. Hier kommt der ganze Dampf hier rein. Das sollte nicht so sein. Das sollte lieber nicht so sein. Das ist aber cool gemacht. So, Signal zeigt Fahrt an. Ich bin heute eher so in der Außenkamera, weil man sich dann so ganz gut, glaube ich, die Strecke angucken kann. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen besser. Denn die Strecke ist eigentlich von der Ausgestaltung her ganz hübsch so, wenn man sich die Szenerie anguckt. Auf jeden Fall um einiges besser als Spirit of Steam. Ah, sehr schön. Ja, wir haben hier diese zwei Bremswagen. Gute Frau, halten Sie sich bitte fest hier. Ah, ich weiß gar nicht, ob hier vorne gerade irgendwelche Lampen haben. Nee. Machen wir mal. Ja, ich mache jetzt mal alle drei weiß, auch wenn das nicht unbedingt realistisch ist vom Lampencode her. Aber ich kenne mich leider mit den britischen Lampencodes nicht wirklich aus. Also was direkt auffällt, ist so, dass die Szenerie wirklich recht weit ausgestaltet ist. Das ist schon mal ein ganz guter Punkt, ehrlicherweise. Hier haben wir so einen alten Bahnsteig, der nicht benutzt wird. Tatsächlich ist das so, wir sind jetzt hier auf diesem Streckenabschnitt unterwegs. Den gibt es, glaube ich, in Realität immer noch, so hier. Oder den Abschnitt zumindest. Und dieser Streckenabschnitt hier unten, den gibt es heute im Grunde genommen nicht mehr. Ja, das ist, wurde leider wegrationiert oder rationalisiert. Und das finde ich dann irgendwie ganz cool, wenn man tatsächlich... wir könnten mal ein bisschen hier den... Richtungsschalter ein bisschen zurücksetzen, um Dampf zu sparen. Ja, was ich gerade sagen wollte, ist, ich finde es irgendwie ganz cool, wenn man hier auf Strecken unterwegs sein kann, die es so heute eigentlich gar nicht mehr gibt, ne? Und das ist schon dann irgendwie doch ganz nett. Es sind übrigens gar keine Mods jetzt hier installiert, das ist eine Preview-Version, die ich euch zeige. Aber ihr könnt im Grunde genommen erwarten, dass das hier der Release-Version entspricht. So, jetzt dürfen wir auch schon wieder 30 fahren. Also ausgestaltungstechnisch, ne, so Szenerie. Ja, hübsch, ne? Hier so mit Feldern. Es sind zwar 2D-Vegetationsobjekte, aber ich finde, das stört jetzt nicht so. Ah.
Und im Vergleich zu Spirit of Steam übrigens auch so die Framerate eigentlich ganz gut. Also es gibt hier keine größeren Ruckler. So Freezes gibt es hier bisher. Habe ich jetzt keine wirklichen wahrgenommen. So, und das ist auch schon der Bahnhof von Gowhole. Oder Gowhole. Gowhole. Tja. Ach, Moment mal. Kann es sein? Nee. Wir müssen es doch lösen. Warum werden wir denn langsamer? Handbremse ist gelöst. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Achso, wir können übrigens hier mit den beziehungsweise die Kameratasten können wir uns hier ein bisschen umsehen. Hier in die Außenansicht wechseln. Einmal von oben und einmal von links. Schön, die wird gerade beladen, kann das sein? Oder betankt? Oh, die werden aber sofort langsamer. Hä? Irgendwie ist glaube ich, eine Bremse angelegt. Aber ich verstehe nicht, welche denn. Oh. Ah, die Dampfbremse. Eieieiei. Wir sind praktisch die ganze Zeit gegen die Lokbremse gefahren. Also die Dampfbremse, die ist halt für die Lok selbst. Und die Kombibremse ist halt eine Vakuumbremse, wenn das entsprechende Wagenmaterial damit eben ausgestattet ist. Lösen. Lösen. Ja. Ja, was ist das hier? Der Ventilator. Ja, gut, das war jetzt natürlich nicht so ideal. So. An einem Ort anhalten. Gowhole Nebengleis. Da sollen wir hin. Dann schauen wir mal. Da stehen wir. Und wir sollen dahin. Das Signal, die Weiche ist richtig, die Weiche ist richtig. Und der Rest ist gestellt. Okay. Dann müssen wir einmal den Richtungsschalter auf rückwärts setzen. Wir lösen die Bremse. Öffnen die Zylinderhähne. Und geben mal Dampf. Zwischendurch mal einen Schluck Tee, ne, passend zur englischen Strecke, mal einen Schluck Tee zwischendurch nehmen. Also hier ist ordentlich was los, ne? Mit dazu geliefert werden auch die beiden anderen Loks, die wir schon für Spirit of Steam hatten, also die Jubilee Class und die ADAF. Die Jubilee Class führt die Passagierzugdienste aus und die ADAF die Güterzugfahrten.
Und wir halten an. Jetzt müssen wir die Bremswagentour zurück nach Chinle bringen. Fahren Sie die Lokomotive hinter die Bremswagen und fahren Sie rückwärts nach Chinle. Eieiei. Also müssen wir jetzt die Fahrzeuge abkuppeln. Gucken, dass hier kein Zug kommt. Jawohl. So, dann kuppeln wir einmal ab. Und zurück zu unserer Lok. Tür zu. Einmal den Fahrtrichtungswender bzw. den Richtungsschalter auf voll vorwärts. Dann die Bremsen lösen. So. Dampfbremse vielleicht auch noch lösen. Achso, der kleine Auswerfer noch geöffnet. Da liege ich gerade. Ah, so, genau. Ja, Dampflok fahren. Gar nicht mal so leicht, ne? Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, was man genau macht. Also, ne, das ist ja ein Ungetüm hier, das ist unglaublich. Ich hoffe, die Weichen stehen richtig. Ich habe den nämlich nicht kontrolliert. Oh, habt ihr das gehört? Das war der KI-Zug, der die Piper betätigt hat. Wie cool. Okay, wir müssen noch ein Stück fahren. Okay, gucken wir kurz, ob wir eine Weiche stellen müssen. Wir müssen jetzt dahin. Die Weiche steht soweit, glaube ich, korrekt. Die Weiche steht korrekt. Die Weiche steht korrekt. Dann passt das soweit. Das Signal zeigt auch, dass wir fahren dürfen. Dann einmal auf 75 rückwärts. So, Bremse ist gelöst. Na, ein bisschen Dampf können wir ruhig mit dazugeben. Wir dürfen 15 Meilen fahren. Ich glaube, Zylinderhähne können wir schließen. So, 15 Meilen pro Stunde haben wir hier erreicht. Dann fahren wir einmal hier über die Weichen durch. Das ist ja mal cool. Hier mit der Betankung. Wasserventil geschlossen. Also das ist auf jeden Fall auch irgendwie in irgendeiner Form hier interaktiv. Schön.
So. Dann einmal hier vorne anhalten. Sehr schön. Stellen Sie die Weiche schon nochmal. So. Weiche ist gestellt. Bremse lösen. Dampfbremse löst sich ebenfalls. Dann Fahrtrichtungswender auf voll vorwärts. Oh, wir rollen nach hinten. So. Gucken wir, dass wir vorsichtig ranfahren. So, noch 40 Yards. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Ne, noch nicht ganz. Ah, theoretisch könnten wir, aber ich finde es ein bisschen unrealistisch. Deshalb lösen wir nochmal die Bremse. Und geben mal wirklich minimal Dampf. Ah, wir fahren schon von alleine. Alleine, weil der Richtungsschalter in Vorwärtsstellung ist. So. Sehr schön. Können wir hier eigentlich auch Lampen setzen? Tatsache. So, dann haben wir das auch gemacht. Stellen Sie die Weiche. Welche Weiche? Die hier. Ja. So, das ist gemacht. Dann können wir einmal bis dorthin lang fahren. Sehr schön. Vorwärts sind wir. Dann Bremsen lösen. So, 21 Bar. Und dann schieben wir jetzt den Zug. Wobei, lasse ich mal die Zylinderhähne lieber zu, bevor wir damit unsere Fahrgäste noch verbrennen. So. Und hier vorne halten wir einmal an. Und dann müssen wir sicherlich noch einmal die Fahrtrichtung wechseln und fahren dann wieder zurück nach Chinle. Sehr schön. Jawohl. Einmal wieder zurück in die Richtung. Das heißt für uns einmal den hier. Und wir kontrollieren mal die Weiche. Ja, das sieht soweit gut aus. Hier haben wir ein rotes Signal. Das hier ist aber grün. Okay, das sieht soweit gut aus. Schauen wir mal ganz kurz auf die Signalbilder. Ja. Okay, dann einmal. Nee, das wollte ich nicht anmachen. So, das wollte ich. Sowohl die Signal- als auch die Geschwindigkeitsanzeige.
Also schaut euch hier ein bisschen um, ne? Ich kann weder sagen, die Strecke lohnt sich zu kaufen, noch kann ich sagen, es lohnt sich nicht. Ich kenne mich damit einfach zu schlecht aus, mit britischen Strecken. Da müsst ihr einfach selbst hier zugucken und für euch entscheiden, ob das was für euch ist. Zumal wir auch jetzt gerade nur auf einem sehr kleinen Streckenabschnitt unterwegs sind, aber hier sehen wir mal ein bisschen, was auch so dafür dann gameplaymäßig möglich ist. Falls Bedarf besteht, können wir natürlich uns auch vielleicht die restliche Strecke auch nochmal angucken in voller Länge so. Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Wer das möchte, dann können wir das vielleicht mal machen. Was wir aber auf jeden Fall machen, ist einmal den Richtungswender ein bisschen zurückstellen. Ja, oder auch nicht. Mal einmal hier eine Vorbeifahrt machen. Schön. Und einmal zurück nach Chinle. Süd. So, einmal mit 20 über die Weiche. Hier nochmal so ein Bremserwagen. Hier ganz schön haben wir noch so einen Fluss und das finde ich ein super cooles Feature. Ihr seht das hier, hier ist Moos einfach auf dem Wasser drauf. Das sieht doch mal mega cool aus. Also der Unterschied zu Spirit of Steam, so szenerietechnisch, ich finde, der ist schon groß. Auch hier so, ne, die Szenerie. Das sieht schon ganz, ganz nett aus. Ist schon, hat schon so was Eisenbahnromantikmäßiges, ne? Auch interessant, dass man diese Dampftour hier in diesem Bremsehaus macht. Könnte man sich da noch gut hinsetzen, ne? Bisschen entspannen. Hier noch die Jacke aufhängen an dem Kleiderhaken. Und hier dann noch entspannt aus diesem Ausguckfenster rausgucken. Ja, yeah, also es sieht schon ganz hübsch aus. Ne? Der einzige Bug, der mir bisher aufgefallen ist, wo ich wirklich sagen würde, das geht nicht, ist halt, wenn man die Pfeife betätigt. Und der Dampf halt, also wenn wir jetzt in die andere Richtung fahren würden, der Dampf halt durch den Führerstand durchgeht. Das ist natürlich nicht, das sollte natürlich nicht sein. Aber ansonsten so gerade so
Hier das Bild, wo man sich anguckt, wie schön da überall noch Vegetation ist. Da sind Häuser, da sind Felder. Ja, also ich würde sagen, die Tiki lernt dazu. Ja. So, eine Meile noch, dann sind wir wieder zurück in Chinle. Schön, schön. Mit der Strecke gibt es auch noch die ICI-Wagen. Das sind so, ja, sowas wie so eine Art Kohlebomber. So FALNS-Wagen wären vielleicht das deutsche Pendant, zumindest in der Moderne. Die werden ebenfalls mit der Strecke mit dazu geliefert. Ne? Also man hat, glaube ich, insgesamt die drei Loks, hier diesen Bremserwagen, diverse Güterwagen, als neuen Güterwagen dienen diese ICI-Wagen und auch noch Mark I Personenwagen. Ich glaube erste Klasse, zweite Klasse und Gepäckwagen. Also auf jeden Fall viel so an Rollmaterial ist auf jeden Fall dabei. Was steht hier? Engine men are prohibited from climbing on coal or the sloping slides of the tender while the locomotive is in motion. Ja, klingt doch vernünftig. Kann es sein, dass mein Nachbar gerade hier irgendwo bohrt? Falls man das im Video hört, Entschuldigung. Das sollte eigentlich nicht sein. So. Vor allen Dingen um diese Uhrzeit, zu der ich gerade hier aufnehme. Aber sei es drum, ich hoffe, es ist nur nicht im Video zu hören. So, angekommen in Chinle. Nehmen wir ein bisschen den Dampf raus. So. Chinle Station, North Junction. Kollege, guck mal in die andere Richtung. Und hier sind wir auch schon wieder beim Dampflok fest angekommen. Hier in Chinle. Finde ich auch schön, ne, wie hier der Dampf rauskommt. Das ist ganz cool. So. Sollen wir echt so weit noch fahren? Was macht der hier? Er macht ein Foto. Gucken wir uns gleich mal näher an, was der für eine Kamera hat. Das würde mich mal interessieren. Ah, herrlich. Ich liebe die Pfeife. Achso, wir werden vermutlich nochmal den Bahnsteig wechseln müssen oder so. Deshalb fahren wir jetzt so weit nach hinten. So, im Grunde genommen hält uns auch schon die Gravitation an. Da müssen wir jetzt fast nicht bremsen. Beziehungsweise müssen sogar noch mal ein bisschen Dampf geben. So. So. Und dann einmal die Fahrtrichtung wechseln. So. Bremse lösen. Signal ist allerdings noch rot.
Wo sollen wir denn hin? Doch, da, genau. Ah, das Signal ist gerade oben. Nee. Hä? Das Signal ist aber rot. Pourquoi? Aber das ist gar nicht unser Signal, ne? Das ist gar nicht unser Signal. Nee. Das ist unser Signal. Aber das war auch rot. Fortfahren gemäß Signalbilder. Ja, jetzt weiß ich nicht. Wir fahren mal ein bisschen an und gucken mal, was das Spiel sich dabei denkt. Ah doch, ja. So, und dann halten wir jetzt hier in Chinle an. Und zwar da vorne vorm Signal. Das passt. Damit ist die Bremswagentour abgeschlossen. Erkunden Sie, was es in Chinle sonst noch alles zu tun gibt. Ja, das machen wir. Wir können einmal hier mit der Kamera mal ein bisschen uns umgucken. Wir haben hier Blumentöpfe, sehr schön. Milchkannen. Milk. Sehr schön. Milchkannen. Hat je schon mal jemand in Realität eine richtige Milchkanne gesehen? Außer Leute, die jetzt vielleicht auf dem Bauernhof arbeiten. Ich nämlich nicht. Hier noch eine 8F abgestellt. Hier noch so ein Hebekran. Hier die gute Dame hat auch irgendwie anscheinend einen Auftrag für uns. Hier noch ein paar Häuser, ein paar Autos. Hier im Lokschuppen. Auch einer dabei. Einmal aus Interesse mal nachgefragt, was will sie? Diese ist eine LMS Dania Class 8F Dampflokomotive. Sie wurde zwischen 1935 und 1946 gebaut. Fragt niemals deutsche Großeltern, was sie in dieser Zeit gemacht haben. Und war als Frachtversion der überaus erfolgreichen Black 5 Lokomotive konzipiert. Diese Lokomotiven haben eine Zugkraft von 14.515 Kilogramm oder eine Höchstgeschwindigkeit von 69,2 km/h. Sehr schön. Ich glaube, wenn man sich hier noch ein bisschen weiter umguckt, ne, hier gibt es ja noch ein paar andere hier an der Station, die man fragen kann. Da kann man, glaube ich, wohl eine Fahrt auch mit der Jubilee Class machen und eine Fahrt, ne, das wird dann wohl hier sein, da die Jubilee Class hier vorne. Und man kann sicherlich dann auch noch eine Fahrt mit der 8F machen. Das ist auch cool, hier der Typ, der Fotos macht. Auch hier mit so einer etwas älteren Kamera unterwegs. Das ist schön gemacht. Also solche Kleinigkeiten. Sowas freut mich dann doch immer wieder zu sehen. Hier, der macht auch Fotos. Einmal hier Trainspotten, schon bevor es cool war. Ja,
Cool. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für heute, so als Einführung in die Strecke, in die Lok. Und je nachdem, was da vielleicht so ein Feedback in den Kommentaren ist, können wir vielleicht nochmal eine längere Fahrt machen im Personen- oder im Güterzugdienst. Mit diesem Bild hier von der Drohne. So sieht es hier in Chinle aus, von weit oben. Verabschiede ich mich. Das hier war heute unser Zugpferd. Die LMS Fowler 4F in der Strecke Peak Forest, die heute erscheint bzw. erschienen ist. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und Spaß hattet. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.